Freunde, ich sehe hier gerade ein U-Boot. Willkommen zurück zu Wind Waker HD. Ich war auf dem Weg zum Sechsaugenriff, habe hier gerade ein U-Boot gefunden. Ich gehe einfach mal kurz rein, um zu schauen, ob wir hier schon waren. Ja, okay, wir waren hier schon. Sehr gut. Die Leiter ist zwar wieder oben, aber wir waren hier definitiv schon. Aber muss man immer mal wissen. Bei einigen U-Booten bin ich mir nämlich überhaupt nicht sicher. Also ich bin mir eigentlich bei gar keinem U-Boot sicher, ob wir da schon drin waren oder nicht. Ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht merken können oder sonst was. So, das Sechsaugenriff ist aber auch gar nicht mehr weit weg. Da vorne sehen wir es schon. Wir werden jetzt also nochmal reinfahren, um diesmal definitiv die scheiß Truhe zu holen. Ist ja unglaublich. So, Schatzkarte 6 rufe ich schon mal auf hier. Damit ich also gleich auch direkt sehe. Und dann können wir endlich mit genug Geld den letzten Handel abschließen. Letzten Vertrag. Moment, der müsste eigentlich hier irgendwo sein. Der Schatz, Moment, ja, ja, ja. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, hier müsste das sein. Stört mich nicht, dankeschön. Und die Bombe fliegt einfach mal in der Luft, sehr schön. Also sie steht in der Luft, sie schwebt in der Luft. Und das muss jetzt mal ordentlich Knete sein. Jawohl, 200 Rubine. Genau, die wollte ich noch abhaken hier. Damit haben wir das erledigt. So, und wir porten uns auch direkt weg, damit uns die Typen hier nicht kaputt bomben. Auch wenn wir einiges an Herzen haben, aber muss ja nicht sein. Und dann porten wir uns zu... Boah, Tingles Insel. Ich glaube, das ist immer noch ein Stück näher als Ichthusk. Ich hoffe, dass das auch wirklich das letzte fliegende Händler-Item war. Ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher. Nicht mehr. Weil der letzte und dieser Part hier sind schon wieder eine neue Aufnahme. Was heißt schon wieder? Die letzte war auch, glaube ich, eine Stunde 40 lang oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr hundertprozentig einen Durchblick in der Quest und hoffe einfach mal, dass ich jetzt nur noch den letzten Tausch machen muss mit dieser Handelsgenie-Statuette und dann bekommen wir hoffentlich das Herzteil von, wie hieß der? Ich habe es mir, glaube ich, sogar aufgeschrieben hier. Susunari, kann das sein? Irgendwie sowas in der Richtung? Irgendwie sowas. Irgendwie so hieß der. Ich bin noch nicht vorbei, ne? Nee, okay. Isla Stalagmitica sind wir gerade, oder durchfahren wir gerade das Feld. Da gibt es ein Schiff, was wir kaputt sprengen müssen, also diese kleinen Dinger, die ein Herzteil haben. Ich glaube, das war das, was ich schon gemacht habe, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Es kann nämlich auch sein, dass... Nee, aber ich meine, das war da, ne? Bei der Isla Stalagmitica, da meine ich mich recht gut erinnern zu können, dass das da war. So, okay. Wir haben noch so viel zu tun. Wir müssen noch die Croc-Quest machen und wir müssen noch die ganzen Feen-Kordiale jetzt nochmal untersuchen und das letzte da finden, wo wir noch was machen müssen. Wir müssen generell noch die Octorocks und U-Boote und sowas alles abchecken und ach, wir haben noch so viel zu tun. Und die ganzen Schatzkarten natürlich. Fliegen dahin, blablabla, ja. Überreste aus Goronia, ich weiß. Das ist ja, eine Postboten-Statuette. Oh. Handelsgenie, ja, bitteschön. Bearbeitungsgebühr von 200 kannst du gerne haben. Bezahlen! Besten Dank. Gut, ich gebe dir jetzt einen Teil, deinen Teil des Handels und so weiter. Und wir haben die Handelsgenie-Statuette erhalten. Nach dieser Statuette sehen sich alle fliegenden Händler. Und wieso verkauft ihr mir die dann? Also, tauscht ihr die? Finde ich schon sehr interessant. Hast du einen Platz gefunden? Bla. Ja. Großartig, damit wäre unser Tauschgeschäft abgewickelt. Bla, blub. Ich kann gerade keine Dialoge sprechen. Naja, ist ja auch egal. Ich meine jetzt nämlich, dass das war. Ich werde ihn aber nochmal drauf ansprechen. Obwohl, nee, wir haben ja das Herzteil schon, ne? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich werde auf... Oder hat das jetzt überhaupt noch was gebracht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, aber der eine Corona in Ichthus, glaube ich, ne? Der hat uns doch schon das Herzteil gegeben. Und der Susunari, oder wie der jetzt heißt, ich nenne es einfach mal so weiterhin so. Der hat uns ja auch schon seine magische Barriere da gegeben. Ich glaube, so hieß das sogar offiziell. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Auch der Vollständigkeit halber. Wenn es nicht vonnöten war, dann scheiße. Ich habe es leider nicht mehr offen jetzt hier. Ich könnte es wieder nachgucken, aber habe ich jetzt gerade erstmal keinen Bock drauf. Ich habe meine Uhr vergessen, scheiße. Dann rechne einfach 5 Minuten drauf. Das dürfte in etwa passen. Wir werden jetzt einfach mal anlabern und schauen. Dann möchte ich den Rest des Parts auf jeden Fall erst einmal auf die
Windmühle oder auf das Riesenrad oder wie auch immer man das definieren mag. Darauf möchte ich die Zeit jetzt erstmal dann noch verwenden. Und den nächsten Part möchte ich auch noch auf Portemonnaie auf jeden Fall verbringen und uns um diese Dinger hier kümmern. Das können wir jetzt nämlich auch machen, was uns ebenfalls noch ein Herzteil bringt. Und jetzt ist sein Markt völlig ausgebaut, genau. Da ist jetzt die Handels... Oder nee, da fehlt immer noch eins, glaube ich, ne? Ja, da müsste noch eins fehlen, tatsächlich. Ich weiß noch nicht, ob es wichtig ist. 100 Rubine? Hm. Ich weiß nicht. Also, das scheint aber zu fehlen. Sonst haben wir nämlich überall drei. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch was. Was genau, weiß ich nicht. Und was genau es hier gibt, weiß ich auch nicht mehr. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich möchte mich jetzt aber gerade noch um die ganze Quest hier kümmern. Und erst später möchte ich da, ne? Ihr wisst schon, machen. Das gucke ich dann nochmal genauer nach, was genau man da machen muss. Weil ich habe keinen Bock jetzt hier dazu, jedem einzelnen Händler hinzufahren. So, ihr seid jetzt immer noch glücklich zusammen. Ich verdanke es dir, dass ich jetzt mit Anton zusammen sein kann. Und was dazu zu sagen? Ich bin ja so glücklich, Linda, ich liebe dich. Was ist denn jetzt mit diesem Foto? Da war noch irgendwas. Ich zeig dir das einfach jetzt nochmal. Ich müsste ja noch ein Foto von der haben, wenn ich mich nicht täusche. Weil... Es muss eigentlich noch was bringen. Oh, ein Lichtbild. Sie ist ja so schön. Ja, das schon, aber... Leute, helft mir! Ich wollte eigentlich mit den kleinen Gangstern hier sprechen. Hey, du! Das war nicht übel für ein Land... Ernsthaft? Es ist immer noch der Spruch, den er gebracht hat, wo ich der Lehrerin das Geburtstagsgeschenk überbracht habe. Das ist ja echt läppsch. Oh mein Gott. Ja, okay. Wie komme ich da jetzt hin? Mit dem Dekoblatt hier irgendwie, ne? Ist schon länger her. Oder durch so ein Haus? Ah, nee, klar, durch das... Ach, ich bin so blöd, ja. Hm? Obwohl, Moment, nee, Blödsinn, nein. Ach, Kacke. Wieder verkackt. Nee, ich muss doch erstmal den Schalter jetzt aktivieren. Das, was nie geklappt hat. Oder braucht man da doch die... Ich weiß es nicht. Aber das ging doch eigentlich immer schon relativ früh, wenn ich mich nicht täusche. Geht das immer noch nicht? Glaube ich irgendwie nicht. Das muss doch jetzt gehen langsam. Eigentlich brauche ich nur den richtigen Wind. Behaupte ich mal. Das funktioniert ja auch alles. Der Wind zeigt nach oben, ich muss nach rechts, nach links. Ich mache das jetzt mal. Nee, Moment. Oben. Oben, links, rechts. Diesmal nicht wieder die Tag- und Nacht-Melodie spielen, so. Ich muss nach da, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Wir werden das gleich nochmal sehen. In welche Richtung zeigt der Wind denn jetzt? Ich verstehe es nicht mehr. Scheiße. Ich verstehe die Quest nicht mehr. Kann ich das echt noch nicht machen? Ich kann das nicht glauben, wirklich nicht. Ich will jetzt sehen, in welche Richtung der Wind pfeift. Gerade gar nicht. In die Richtung. Er muss auf jeden Fall in die entgegengesetzte Richtung. Und dann versuche ich das nochmal. Da bin ich mir sicher. Das Riesenrad dreht sich nämlich im Uhrzeigersinn. Oder Windmühle oder was auch immer. So, Südosten. Ist es jetzt nicht wieder falsch? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wenn es jetzt nicht klappt, dann versuche ich es auf jeden Fall erst später nochmal. Das ist mir dann jetzt gerade nämlich zu blöd. Meine Batterie von dem Gamepad ist wieder leer. Mein Gott. Wie nervig. Ich will jetzt aber nicht das Ganze wieder anschließen und... Ach, das ist nervig, echt. Dreh dich, du Spast. Echt nicht? Ich will nochmal gerade zu dem... Da steht ja eigentlich so ein Typ. Oh. Man konnte das doch an... ich...
Das ist einfach die Quest, die ich immer vergesse, wo ich nie weiß, was genau ich tun muss. Ich vergesse es einfach immer und immer wieder. Das ist richtig zum Kotzen, bei jedem Run. Ich will gerade mal was nachgucken. Wie viele von diesen Töpfen da gab es eigentlich? 10 oder wo habe ich das? Ich habe irgendwo nämlich mal 10 gelesen. Das muss ja bei Portemonnaie irgendwo sein. Stadtblumen. 14. Okay. Weil hier steht ja ein... Genau, hier steht ein Typ. Kein günstiger Wind. Und den Schalter betätigen. Moment, Südosten hast du gesagt, ne? Moment. Im Moment weht der Wind nach Südosten, genau. In welche Richtung muss der denn? Wind. Ich will dich sehen. Wieso kommt jetzt kein Windstoß hier? Doch in die falsche. Oder sind das jetzt die Wellen? Moment, das check ich immer aus. In welche Richtung wehe ich jetzt, wenn ich hier runterspringe? Nein, Link halte ich fest. Ich will in die andere Richtung springen. Nach da. Also doch nach Westen. Ich muss nach Westen. Ah, ich finde es aber auch einfach so unglaublich schlecht zu erkennen, in welche Richtung der Wind sein muss. Ich stelle ihn jetzt auf Westen ein. Ja? Und werde dann jetzt hier mal kurz runterspringen. Weil für mich sieht es jetzt echt so aus, als muss der Richtung Westen. So. Checken. Das Riesenrad steht so. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt in diese Richtung springe... Okay. Jetzt muss es klappen. Wenn es jetzt nicht klappt, dann geht es noch nicht. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es schon geht. Aber ich finde den Wind auch einfach unglaublich schlecht zu erkennen, bin ich jetzt ehrlich. Also da muss ich jetzt wirklich diesen richtigen, üblen Tester durchführen, damit ich weiß, in welche Richtung der Wind dann wirklich wehen muss. Erfahrene Spieler von Wind, also erfahrene Windwaker-Spieler werden das sicherlich wissen. Aber es funktioniert immer noch nicht. Es war aber definitiv im Uhrzeigersinn, da bin ich mir sicher. Dann sage ich jetzt ein für alle Mal, es geht noch nicht. Auch wenn ich mir ziemlich sicher war. Ja, ich schließe hier gerade übrigens mein Gamepad an. Ah, fuck, ist mein Headset denn geblieben irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Aber ich wollte sowieso relativ schnell mit der Story auch weitermachen. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Ja. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall, weil der Part ja sowieso rum sein müsste, wie gesagt, ich habe die Uhr zu spät gestartet. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal angucken, was ich jetzt noch tauschen muss, um die letzte Statue da zu bekommen oder den letzten Gegenstand. Totenkopfkette. Mein Sohn ist Seemann, ganz wild auf Ketten. Irgendein Typ wollte die Totenkopfketten, aber ich weiß nicht mehr wer. War das nicht einer der Orni? Ich weiß es nicht, steht hier ein? Kann man sich das lesen? Nö. Okay. Naja, okay. Ich werde auf jeden Fall mir das jetzt mal angucken und dann werden wir uns beim nächsten Part da sehen, wo dieser Typ ist. Wahrscheinlich werde ich nicht genug Geld haben und werde dann nochmal ein bisschen Geld farmen müssen. Naja. Das da oben werden wir erstmal in Ruhe lassen und später wiederkommen, wenn wir einen bestimmten Gegenstand haben. Dann muss es aber klappen. Wenn es dann nicht klappt, dann habe ich jetzt schon die ganze Zeit was falsch gemacht. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.